Willkommen bei Nachtfuchs, deinen gruseligen Hörspielen zum Einschlafen, Zocken oder Chillen. Alle Geschichten hörst du in noch besserer Qualität und ohne Werbung auf Spotify, Amazon Music oder Apple Music. Klick auf den ersten Link in der Beschreibung und folge meiner Playlist. Und es geht los. Oh Mann, der Zug ist ja viel zu teuer, denke ich mir, als ich auf die Deutsche Bahn App schaue, um mir ein Ticket nach Innsbruck zu holen. Schau doch mal bei BlaBlaCar nach, sagte Chrissy, etwas geistesabwesend, während sie durch Instagram scrollt. BlaBlaCar? Na, ich weiß nicht, gebe ich zurück. Ja, da findest du richtig gute Preise. Findest du das nicht irgendwie komisch, bei einem Fremden im Auto zu sitzen? Ach, stell dich nicht so an, sagt sie und zeigt mir eine Verbindung. Schau mal, ist doch perfekt. 13 Euro und der Typ wird dich direkt im Zentrum rauslassen. Und hier musst du nur zum Hauptbahnhof kommen, ist doch ideal. Ich nehme ihr das Handy aus der Hand und schaue mir das Profil an. Basti, 33 Jahre alt, hat auch ein paar gute Bewertungen und Chrissy hatte recht, die Verbindung ist echt richtig gut. Komm, gib dir einen Ruck. Ich habe das schon mehrere Male gemacht, ist nichts dabei. Und wenn der Typ doch irgendwie komisch sein sollte, kannst du dir einfach Kopfhörer reinstecken und Musik hören. Habe ich auch schon mal so gemacht, sagt sie und anstatt auf meine Antwort zu warten, bucht sie einfach die Fahrt. Chrissy, schnauzte ich sie an. Was? Du wirst eh nichts Besseres finden. Du wirst mir dankbar sein, sagt sie lachend. Ich meinte, sie hatte recht, trotzdem war mir etwas mulmig. Zwei Tage später stehe ich mit meiner kleinen Reisetasche am Bahnhof und halte Ausschau nach einem dunkelgrauen Prius mit einem Leipziger Kennzeichen. 10 Minuten später bekomme ich von Basti einen Standort geschickt, wo er geparkt hat. Hi, wie geht's? Entgegnete er mir lächelnd, als ich sein Auto gefunden habe. Hi, danke, ganz gut. Und dir? Antwortete ich nervös und reichte ihm meine Tasche. Auch, ich muss mir erstmal einen Kaffee holen. Die Autofahrt war ja schon recht lang, sagte er und streckte sich. Willst du auch was? Fragte er. Aber ich schüttelte den Kopf und so bleibe ich allein im Auto zurück. Es ist recht sauber und riecht ziemlich gut. Langsam fange ich mich an, ein wenig zu entspannen. Doch als die Tür wieder aufgeht, flattern meine Nerven wieder. Während wir aus der Stadt rausfahren, fragte Basti mich alles Mögliche, scherzte mit mir und erzählte mir ein paar echt witzige Geschichten. Wow, denke ich mir, für die erste Fahrt habe ich echt einen guten Fahrer erwischt. Stört's dich, wenn wir noch einen Kumpel von mir abholen? Fragte er mich. Der hat mir vorhin spontan geschrieben, dass er auch nach Innsbruck möchte und ob ich ihn mitnehmen kann. Wir würden uns wahrscheinlich um so eine halbe Stunde verspäten. Nee, passt mir total, sagte ich lächelnd. Wir halten in irgendeinem Kaff an und dann kommt auch schon ein großgewachsener Typ auf uns zu. Na Basti, lang nicht mehr gesehen, sagte er grinsend und klopft ihm freundlich auf die Schulter. Und du bist? Wendet er sich zu mir. Lena, antwortete ich und gebe ihm eine Hand. Ich bin Josef, kannst du mich auch Joe nennen? Weiß auch nicht, was sich meine Eltern bei dem Namen gedacht haben, sagte er schulterzuckend und ich lache auf. Die Fahrt verläuft richtig entspannt und lustig, sodass ich wünsche, dass sie noch etwas länger gehen würde. Ich bemerke gar nicht, wie es dunkel wird und wir nicht mehr auf der Autobahn, sondern auf einer Landstraße fahren. Ich muss mal pollern, sagte Basti und hält mitten im Nirgendwo an. Verwirrt schaue ich mich um. Wo sind wir eigentlich? Ist eine Abkürzung. Bin ja schon öfters gefahren und das geht schneller als die Autobahn. Da gibt's um die Uhrzeit Stau, gibt er zurück und verschwindet schnell im Wald. Langsam wird mir etwas mulmig. Joe sucht währenddessen irgendetwas im Kofferraum und ich hole mein Handy raus. Ach so eine Kacke, kein Netz. Versuchst du jemanden zu erreichen? Ertönte plötzlich hinter mir eine gruselige Stimme und ich drehe mich um. Vor mir steht Joe, er hat ein Seil in der Hand. Was soll das mit dem Seil? Fragte ich und kalter Schweiß läuft mir den Rücken herunter. Das ist ein Geschenk für dich, antwortete er und neigt den Kopf zur Seite. Ich schluckte. Was meinst du damit? Fragte ich mit zittriger Stimme und mache einen Schritt zurück. Doch schon im nächsten Moment spüre ich, wie jemand an meine Arme greift und sie hinter meine Schulter kreuzt. Lass mich los, schreie ich hysterisch auf und versuche irgendwie meine Arme frei zu bekommen. Du wirst mir niemals entkommen können, spüre ich plötzlich einen heißen Atem in meinem Ohr und zuckte auf. Basti ist derjenige, der mich überwältigt hat. Und schon im nächsten Moment werde ich von Joe gefesselt und ich falle auf den Boden. Was wollt ihr von mir? Ich habe euch nichts getan, schreie ich heulend auf und ringe und zerre an dem Seil. Doch je mehr ich mich bewege, desto enger wird es, bis ich erschöpft aufgebe. Ach, es macht immer wieder Spaß, sie bei ihrer Hilflosigkeit zu beobachten. Findest du nicht? Fragt Basti Joe und dieser entgegnete ihm mit einem hässlichen Grinsen. Haben wir schon viel zu lange nicht mehr gemacht, sagt Joe. Was meint er damit? Das ist nicht das erste Mal, dass sie das machen? Es gab andere von mir? Was ist mit ihnen passiert?
Ich weinte und versuchte panisch daran zu denken, was ich machen könnte, um zu entkommen. Doch schon im nächsten Moment wirft Basti mich über seinen Rücken und ich werde irgendwo hingetragen. Alles schmerzt und es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, bis ich unsanft auf den Boden geschmissen werde. Angsterfüllt blickte ich mich um und realisierte, dass ich in einer Art Höhle gelandet bin. Niemand wird dich jemals wiedersehen. Niemand wird deinen Leichnam finden. Niemand wird jemals erfahren, was mit dir passiert ist. Zischt Basti mir leise zu, während er sich zu mir beugt. Das war's leider schon mit der Story. Aber falls du Lust auf mehr hast, dann folg jetzt meiner Playlist auf Spotify, Amazon Music oder Apple Music. Erster Link in der Beschreibung. Ich küsse eure Nachtherzen.